Yo, was geht ab, YouTube Blackjack? Wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. Und Freunde, ich meine, ihr seht es am Inventar, ich habe Äxte ohne Ende, ich habe Schaufeln, ich habe alles Mögliche. Ich habe hier schon wieder so viel Holz und guckt mal hier rein. Oh, die Kiste ist schon wieder voll. Warte mal, wir machen mal das raus, das Zeug rein. Und Leute, wir müssen eine neue Kiste machen. Es bringt nichts. Warte mal, hier haben wir noch Half-Slabs. Ich muss euch gleich mal zeigen, es hat sich so viel getan. So. Ich muss jetzt hier... Zack, zack. Ich brauche wieder neue Kisten. So, zack, zwei Kisten. Ey, wir haben so viel Holz, das ist echt unglaublich. Guckt euch das mal an. Hier voll, hier voll. Da geht die jetzt leer, aber die wird auf jeden Fall auch noch voll. So, meine Gruschkiste. Rein damit, rein damit. Ne, wobei, die machen wir gleich hier rein. Half Slabs. Das wird nämlich noch das Zeug für unsere Creeper-Farm. So, Freunde. Es hat sich einiges hier getan. Und zwar, hier habe ich jetzt polierten Diorit, und Laternen gemacht für, werdet ihr gleich sehen, hier habe ich noch haufenweise Erde zum Erweitern, also zum Grat machen, und es hat sich so viel hier getan, guckt euch das an. Ich habe jetzt quasi hier so ein bisschen, weil ich finde diesen tiefen Schieferstein, finde ich echt geil zum Sachen bauen, deswegen baue ich hier auch schon, also hier das Ding, hier habe ich eine automatische Abfarmanlage gemacht für ein paar Karotten. Ja, und habe hier den Weg aus dem polierten Diorit gemacht. Die Farm funktioniert einfach wie folgt, zack, da draufklicken, dann wird von oben Wasser runtergeschwemmt, alles wird hier unten reingeschwemmt, zack, geht da unten rein und wird hier dann quasi, da ist noch ein Steinchen drin, wird hier quasi in zwei Kisten dann gelagert. Ja, was habe ich noch vor? Ich habe natürlich wieder bis tief in die Nacht hinein, habe ich hier alle möglichen Waldstücke weiter abgeerntet. Ja, hier hinten ist jetzt auch, ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte hier in dem Bereich, möchte ich mir eine riesengroße fette Villa hinstellen. Also die wird echt gigantisch groß, soll hier quasi hinkommen. Dieses Gebäude wird dann abgerissen, also da kommt ein richtiges Lagersystem, ein Keller, wo nur komplett voll mit Truhen ist, mit allen möglichen Sachen. Dann wird die Bruchbude wird hier abgerissen und dann werde ich wahrscheinlich noch ja, hier so ein paar Felder erweitern. Und hallo mein Freund. Oh, hallo Sue. Blackie, wo ist dein Dreizack? In der Kiste, in meiner Enderkiste. In deiner Enderkiste, okay. Ich wollte schon gerade sagen, pack bitte nicht in so irgendwelche random Kisten rein, ja? Ja. Ach nee, warte mal, doch, der ist in der Random-Kiste, oder? Warte mal. Oh nein, ist nicht dein Ernst, oder? Du weißt ganz genau, dass Armin mal ein Geschenk von uns geklaut hat, was ich dir damals gemacht hatte. Die Behutsamkeitsspitzhacke zu den Anfangszeiten, was richtig selten war. Ah, hier ist noch alles da. Jetzt ist sowas nicht mehr selten, aber zu den Anfangszeiten. Bro, und hör auf bitte deine ganzen wichtigen Sachen. Ist doch nur für jetzt, in der Zeit, wo ich hier bin. Sobald ich rausgehe... Okay, ich sag nur, wenn irgendein neuen YouTuber von den neuen das klauen sollte, ist das deine eigene Schuld. Nein, sobald ich gehe... Jedes Mal, wenn ich dir Sachen geschenkt habe, wurde das geklaut. Ja, sobald ich hier weggehe, nehme ich das Zeug mit. Okay. Nein, ich mach nur Spaß. Ich weiß doch, dass du ein erwachsener, großer Mann bist, der hier einfach auch keine Scheiße baut. So, er weiß, was zu tun ist, oder, Blackie? Ja, Stu, was sagst du? Wie schaut's hier aus? Bro, ich sag dir, es sieht sehr kahl aus. Also es sieht sehr frei aus. Ich fühle mich hier richtig frei. Was ist hier passiert? Was hast du hier angestellt? Naja, ich habe jetzt hier... Wie lange hast du hier gearbeitet, Bro? Oh, frag gar nicht. Oha, wie viele Karotten. Bro, was ist hier passiert? Was hast du hier mit der Insel gemacht? Warum ist das alles so leer? Und es wird dunkel. Oh, ich habe oben jetzt schon zwei komplette Kisten voll mit Stämmen. Doppelkisten. Nein, als ob. Das heißt, wenn wir unter anderem sogar Bücher haben wollen... Können wir damit ganz viele Stöcke machen und dann Smaragde kriegen oder was? Wir haben quasi mehr oder weniger unbegrenzt, ja? Weißt du, warum ich jetzt hierher gekommen bin? Warum? Erstmal, willst du mir noch irgendwas Krasses zeigen, was du vielleicht gemacht hast? Ja, bis jetzt noch nicht viel. Ich habe jetzt uns quasi nur noch mal, hier eine Ding hingebaut, eine Lava-Farm. Ja.
Sieht echt schön aus. Ja, eine doppelte, also von hinten ist dasselbe, nochmal. Ach, lass mich mal kurz den Monster aufnehmen, ja? Bam. Ey, bleib stehen! Vielleicht mit dem Dreizack versuchen zu attackieren? Ja, wenn du willst. Richtig. Ärger bekommen. Bam! Oh, ich hab den richtig drauf. Und bam! Weg mit dir, weg mit dir. Und meine Güte! Guck mal, der Himmel leuchtet einfach. Wie viele sind hier? Ja, sehr viele. Weg mit euch. Weil wir einfach alle nicht schlafen gehen hier. Los, komm her. Bam. Bam. Oh, gut, dass du ihn gekillt hast. Weg mit euch. Okay, Blackjack, wir müssen den neuen YouTuber gleich an, herholen. Ist er schon da? Er ist gleich da, wenn der Tag kommt und die Sonne wieder gleich scheint. Müssen wir uns auf den Weg machen, den neuen YouTuber zu holen. Sehr gut. Ja, na klar, aber da muss ich erstmal meine Sachen drin holen. Hast du eine Vermutung, wer es sein könnte? Ja, ich habe eine Vermutung, aber das werde ich jetzt noch nicht erzählen. Können die vielleicht bei uns beiden in die Kommentare schreiben? Ja. Ist es vielleicht Elina? Ist es vielleicht Basti GHG? Ist es vielleicht Dr. Banks? Es ist Stegi. Oder doch die Lara? Freunde, das werdet ihr alles gleich sehen. Und wie gesagt, wir holen nur einen YouTuber ab. Wer weiß, vielleicht holen wir morgen schon den nächsten ab. Vielleicht holen wir sogar alle ab. Also bei uns beiden hier schnell die Glocke erstmal aktivieren, um hier nichts zu verpassen. Hey, was denn, ist Freunde, denn? Die Sonne wird gleich herauskommen. Und dann müssen wir uns auf den Weg machen. Hast du ein Boot oder so? Ja, natürlich. Hier sind genug Boote. Zur Not habe ich genug Holz. Setz dich rein und dann lass uns gemeinsam den Warte, neuen YouTuber dann muss ich kurz meine Sachen holen. Ich hol die schnell. Wo ist der jetzt? Lass mal gucken, ob er auf der anderen Seite ist. Ja, wir müssen hinter den Alpha Tower. Da sollte er eigentlich auftauchen. Ich bin schon echt gespannt, ob er dort warten wird. Vielleicht ist er auch schon längst weggegangen. Hallo, bist du hier, neuer YouTuber? Neuer YouTuber? Mr. X! Da oben. Mr. Da wo. X. Wer ist Mr. X? Ja, der neue YouTuber. Ich will nur noch nicht seinen Namen verraten. Du siehst cool aus mit deinem Dreizack. Ja, das weiß ich. Du auch. Also hier muss es eigentlich sein. Hier müsste er sein, oder was? Ja, bei dem Dorf. Hier ist unser Startpunkt. Bist du sicher? Es schaut zwar nichts mehr so aus wie am Anfang. Nicht, dass wir ihn verpasst haben, Bro. Oh nein. Ey, das war ganz und gar nicht gut, Leute. Wo ist er? Irgendwas fließt. Hast du irgendwie ein Fernrohr dabei? Nee, leider nicht. Ein Amethyst. Stein bauen wir und hier Kupfer, das könnten wir eigentlich direkt dann machen. Warte mal, hier Kupfer? Ne, Amethystscherben haben wir nicht. Lass mal gucken, vielleicht ist er hier echt irgendwo am Start. Lass mal nach rechts gucken. Ich sehe niemanden. Bro, ich glaube, wir sind zu spät. Ich sag dir, nein! Lass mal hier runtergehen. Nein, als ob wir wirklich zu spät sind! Das gibt's doch nicht! Ey! Es kann doch nicht sein, dass wir den verpasst haben. Bist du sicher? Eigentlich nicht. Ich habe auf die Uhrzeit geguckt. Ja, siehst du hier jemanden? Geschrieben, oder? Ja, aber siehst du hier jemanden? Vielleicht ist ein anderer YouTuber hergekommen und hat ihn jetzt für seinen Clan beworben, dass er in seinen Clan geht. Nee, das würde nur einer machen. Wo? Ich gehe mal kurz ins Wasser. Das war nur ein Fisch. Ist niemand. Das war nur ein Fisch. Das war nur ein Fisch. Hä, Leute, das gibt's doch nicht. Hier muss eigentlich jetzt der neue YouTuber auftauchen. Hey, stopp, warte mal. Da ist jemand. Siu. Siu, da ist jemand. Oh mein Gott. Blackjack. Da ist einer. Blackjack. Ja. Endlich. Komm mit. Er ist da, Leute. Let's go. Kian, was geht? Hallo! Endlich der neue YouTuber! Es ist einer von denen, komm her, ich helf dir! Jo, was geht ab, Leute? Was geht, Bruder? Was geht, Bro? Geht's euch gut? Natürlich! Was geht, Bro? Was geht, Bro? Geht's euch gut? Natürlich! Bro, ich hab richtig freshe Songs am Start. Und ihr, was macht ihr so? Na, ich sag mal so, du redest gerade hier mit den einzigartigen Dreizackbrüdern. Ba-ba-ba-bam. Ich habe schon viel von euch gehört. Also ich bin ehrlich, ein Dreizackbruder hier, ein Dreizackbruder da. Ich glaube, ich weiß, wo ich hingehöre, oder Leute? Ich glaube auch. Ehrlich.
Freunde, nice. Sollen wir ihn aufnehmen oder was, Blackjack? Ja, wir müssen erstmal gucken, ob er überhaupt würdig ist. Er muss sich beweisen. Gucken, ob er würdig ist. Wie soll ich mich denn beweisen, Jungs? Das wirst du die nächste Zeit sehen. Ey, Stu, jetzt mal eine andere Sache. Guck mal, ja, Bro. Weißt du, Bob, warum ich hergekommen bin? Deswegen. Mann, wegen Avive, Mann! Wieso? Bro, Mann, er hat reingekackt, Mann, mit diesen ganzen Aktionen. Diese ganzen Geschichten, die dir passiert sind und so, das kann ich nicht als Bruder gelten lassen, das weißt du, Mann. Bro, ich weiß es übertrieben zu schätzen, dass du dich dafür einsetzen willst, aber letztendlich, das ist eigentlich schon Schnee von gestern. Ich weiß, er hat viel Scheiße gelabert, er will es immer noch nicht einsehen, dass er wirklich alle hier angelogen hat, aber Bro, ist mir auch scheißegal. Soll er machen, ich will mit ihm gar nichts zu tun haben, wenn er es nötig hat, solche Lügen zu verbreiten, die einfach ins echte Leben rübergehen, wo ich dann so ganz komische Drohungen bekomme von irgendwelchen Leuten, die nichts anderes zu tun haben. Bro, deshalb, ich will mit ihm nichts zu tun haben, weißt du? Also Bro, dann wollt ihr also auch nicht meinen neuen Diss-Track über Avive hören, oder was? Oh, hast du einen Diss-Track gemacht, oder was? Den wollt ihr auch nicht hören, Stu? Bist du dir da ganz sicher? Bro, ich will mit dem Jungen einfach gar nichts mehr zu tun haben. Aber er hat sich entschuldigt, guck mal, er hat sich entschuldigt. Ich nehme die Entschuldigung auch an. Er kann seine Items auch wieder haben, aber trotzdem so für mich, dass er einfach alles ins echte Leben rübergebracht hat, das ist zu viel so. Keine Ahnung, fühle ich einfach nicht. Er hat mich nicht mal angerufen. Anstatt, dass er mich irgendwie anruft und sagt, ey, Stu, guck mal, dass was passiert ist. Tut mir leid, dass ich diese Lügen verbreitet habe. Gar nichts kam da. Nessa, Bro, alles gut. Ich will mit dir einfach nichts zu tun haben. Tut mir leid, das kann ich nicht auf mich sitzen lassen. Er hat dich bedroht. Es gab so viel Stress und wegen einer dummen Lüge. Du kannst, ich würde sagen, ihr seid aus der Sache raus. Ich fange mit der Sache jetzt an. Ey, was ist hier denn passiert? Holy shit. Was für ein Zufall, dass wir genau hier langlaufen. Ja. Da darfst du raten, wer das hier kaputt gemacht hat. Sag mir nicht, das war auch er. Ja, das war mal eine. Er widerspricht sich mit jedem Scheiß. Egal. Aber scheiß mal darauf, Bro. Ich will gar nicht darüber reden. Alles gut, ich habe genug Kopfschmerzen dadurch gehabt. Bro, erstmal herzlich willkommen, dass du hier auf der YouTuber-Insel bist. Ich würde mal sagen, danke, Blackjack, Mann. Sollen wir mal ein paar krasse Sachen zeigen? Ja, wir machen mal ein paar krasse Zeigen. Let's go. Macht mal einen saftigen Durchgang, damit ich überhaupt mal klarkomme und weiß, was hier abgeht. Weil also, das Wichtigste ist eigentlich das Zeug von uns. Okay, dann let's go. Okay. Lass uns direkt da hingehen, oder? Okay. Jetzt können wir eigentlich auch hier durch die YouTuber-Insel, dann können wir dir noch ein paar Sachen zeigen. Also, hier auf der rechten Seite siehst du das A. Dreimal darfst du raten, wen das gehört. Ey, wo bin ich denn hier runtergefallen? Habt ihr was zu futtern für mich, wenn wir schon dabei sind? Ja, haben wir. Hier, gönn dir 20 Steak. Gönn ich dir direkt. Oh, lecker. Lecker schmecker. Was ist das in der Mitte? Ja, das ist... Wow, was ist das für ein Tower? Weißt du, was das ist? Nee. Das ist das Böse. Der Alpha Tower. Ach, der Alpha Tower. Ja. Kannst du dir jetzt auch vielleicht... Der Alpha-Stand hat sich verbessert. Der ist nicht mehr böse. Ja, außer, dass er Eisen bei uns geklaut hat. Ja. Vor 2 Tagen. Aber warst du nicht mit ihm verbündet? Verbündet? Mit Alphastein? Ich sag mal so, wir waren verbündet, aber ich bin immer noch einzig mit ihm verbündet. Ich weiß aber nur nicht, was er jetzt vorhat. Oh, Stu, da fällt mir gerade noch was ein. Was denn? Weißt du eigentlich, dass Alphastein einen neuen Verbündeten hat? Auch ein neuer YouTuber oder was? Einer der neuen YouTuber. Nein, das müssen wir herausfinden, wer das ist. Oh mein Gott. Die waren heute schon bei mir. Ach was, die waren sogar bei dir. Warum hast du mir das nicht erzählt? Hier, Kian. Wo bist du? Kommt hier. Ja, aber ist jetzt Alphastein bei uns oder ist er nicht bei uns? Ich weiß es nicht. Was heißt das? Provisorischer Dreizackbau. Profi, nicht provisorisch. Achso, habe ich schon richtig gelesen. Ja, du hast schon richtig gelesen. Aber niemand anderem ist das aufgefallen. Provisorischer Dreizackbau startet bei Profi. Bauprojekt startet. Also Leute, also, passt auf. Ich bin. Ja. Wenn wir hier oben bauen, ne, dann muss aber. Mr. Berger zurückgebracht. Unsere Villa muss aber von diesem Berg hier bis mindestens zu dem anderen Dreizack darüber gehen. So groß muss das werden. Wieso? Also, wir können doch quasi zwei Standorte machen. Ja, aber hier und einmal dort. Das ist doch nicht schön. Darf ich euch meinen Vorschlag geben? Vorschlag. Ja. Ich bin der Meinung, gerade weil wir wahrscheinlich, das Gute ist, wir sind auf dem Berg. Das bedeutet, wir brauchen Bögen. Ne? Bögen für Fernkampfangriffe, falls wir uns angreifen sollten. Ich bin der Meinung, wir bauen zwei Festungen, also eine hier, eine drüben. In der Mitte machen wir eine Brücke. Von da aus können wir auch nach unten schießen. Weil einfach es eh besser ist, wenn wir zwei haben, dann haben wir erstens mehr Platz, drittens können wir mehr machen und ich finde das einfach sieht geiler aus, wenn wir hier so eine Art Brücke haben, anstatt so eine Festung, die einfach in der Luft schwebt. Finde ich.
So, und dann würde ich hier oben eine richtig geile Festung machen, mehrere Etagen. Habt ihr schon mehrere Etagen? Ja, okay, habt ihr, ne? Ja, Jungs, ich werde mich auf jeden Fall hier rum kümmern. So, was sagst du, Blackjack? Du hörst dich nicht begeistert an? Ja. Ich finde es halt schwierig hier oben. Wir sind. Ja, guck mal, wir können das ja noch abreißen. Wenn das nicht gut sein sollte, was Kian da vorhat, können wir ja, das aber dann noch ändern. Das ist ja. Ich würde mehrere Optionen vorwiegen und dann in der Gruppe abstimmen. Ja, können wir auch machen. Das ist, weil wenn wir jetzt hier anfangen, alles aufzubauen, danach ist, sagen die meisten, nee, das ist nicht geil und dann reißen wir es wieder ab, ist auch wieder. Ich sag mal so, wir sind hier, sind wir halt eigentlich komplett weg vom Schuss. Ja. Oh, gut, ich würde mal sagen, dann lass uns erstmal rübergehen. Wollen wir ihm vielleicht noch das... Flauschi lebt aber, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr dort. Doch, Flauschi lebt da noch. Ach, lebt sie immer noch dort? Ja, klar. Was ist das bitte für ein Dach? Warum ist das so fett? Wow, das war knapp, Bro! Ey, Kian gleich down. Wo ist er? Dunkel. Ich hab dich gar nicht geschubst. Sollen wir mal direkt... Also, pass auf. Vielleicht bist du einfach selber runtergefallen. Ja. Hier haben wir dann auf jeden Fall, das ist die Paulberger Burg. Wo ist Kian? Kian? Wo bist du? Er soll hier runterkommen. Die Bäume gingen so wie hier komplett bis zum Rand hin. Willkommen an unserer Zweitstelle. Das Haus beachte noch nicht, das ist halt jetzt nochmal so hingezimmert. Aber hier bin ich die ganze Zeit schon am Arbeiten und am Bauen und am Bäume fällen vor allem. Alright, das ist hier deine nächste Base. Und das wird wahrscheinlich, warum machen wir nicht hier weiter? Ja genau, das ist ja das, was ich auch gesagt habe. Wir könnten hier, perfekt hier irgendwo mitten rein. Deswegen holz ich hier ja alles ab. Könnten wir hier auch... Weißt du, was das Problem aber ist, oder? Was denn? Die Wasserkrieger haben ja einen ganz, ganz krassen Vorteil am Wasser. Ja, wieso? Wir haben doch hier Wasser. Ich sag ja, gerade da, weil hier Wasser ist, haben die einen dicken Vorteil, wenn die uns angreifen würden. Warum? Wir haben doch auch drei Zecke. Ja, was ist denn? Die Wasserkrieger, die heißen schon sonst Wasserkrieger. Ja, die haben dasselbe eigentlich wie wir. Ich muss dir echt sagen, ich finde die Hills schon echt cool vom Ort her, aber hier sieht es natürlich besser aus da. Aber es ist halt viel mehr Arbeit, ne? Ja, aber das mach ich alles. Wie gesagt, aber wir haben hier schon eine komplette Eisenfarm. Ich meine, guck da rein. Wow, kann ich mir direkt ein paar Stacks rausnehmen? Ja, nimm dir halt 2-3 Stacks mit. Dann kannst du dir auf jeden Fall schon mal ein Ding machen. Eine Rüstung. Eine Eisenrüstung. Geil. Ein Schwert und so. Alles klar, stark. Das haben wir schon mal. Genau. Also ich find's auf jeden Fall nicht schlecht hier. Ich find's nicht schlecht. Was hast du hier unten? Essen. Wo essen? Geil. Kannst du dir auch was mitnehmen, wenn du möchtest? Das ist echt lieb, Alter. Black ist eine automatische Farm. Musst nur hier vorne auf den Knopf drauf drücken und dann werden alle Karotten vom Feld runtergespült. Geil, und komm direkt in die Kiste, ne? Genau. Starke Sache. Ah, okay. Was also, Sponsor da sind? Genau. Ah, ich werde hier quasi komplett alles vollautomatisch bauen, so dass wir alles, was wir benötigen, automatisch komplett immer auf Vorrat haben. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine riesengroße Villa, eine dicke Base, wo wir alles reinmachen und dann erledigt sich der Rest hier von alleine. Okay, was hältst du davon? Ich habe einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn wir die Zuschauer fragen? Wenn wir so eine ganz, ganz große Runde machen bei Sue, bei mir, bei dir und bei Stani ist auch bei uns, richtig? Ja, Stani ist auch da. Genau, dann machen wir einfach eine schöne Umfrage. Wir können jetzt schon mal anfangen. Du fragst deine Zuschauer, ich frag meine Leute. Sollen wir lieber hier weiterbauen oder auf den Hügeln? Das ist eine sehr gute Idee. Und bei Blackjack natürlich auch. Schreibt es jetzt einfach in die Kommentare, was ihr besser findet. Weil Blackjack hat natürlich hier schon krass geil vorgearbeitet. Und man könnte gerade hier, da wo noch so viel Fläche ist, könnte man richtig coole Sachen noch machen. Und hier haben wir halt schon eine Eisenfarm. Wir haben Essen hier. Also die Basics sind auf jeden Fall da. Und ja, grundsätzlich finde ich den Ort auch geil, hier schön am Wasser. Ja, vor allem, wenn wir, also ich baue hier auch noch eine Creeper-Farm hin, hier direkt aufs Meer. Und wenn wir in diese Richtung weiterfahren, ist auch ein Villager-Dorf. Was? Ach echt? Ja. Ja, okay, das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, Leute, schreibt es einfach jetzt rein und wir gucken dann einfach. Das ist auf jeden Fall mega, aber du hast natürlich noch sehr, sehr viel Arbeit vor dir. Ich werde auch noch richtig viel von dem Wald wegholzen, aber das mache ich alles so nebenbei in Streams und so. Alles cool. Ja, alles klar. Wie gesagt... Gut, ey, danke, dass du mir das gezeigt hast auf jeden Fall. Danke, na, gerne doch. Okay, gut, mein Lieber, dann würde ich sagen, ich gehe mich mal
schon mal ein bisschen erkunden und dann komme ich auf jeden Fall die Tage wieder zu dir, ja? Alles klar. Okay, mein Lieber. Hau rein, Kian. Ciao. Bis dann, Rudi. Ciao. So, Freunde, ihr habt gesehen, Kian ist quasi der erste neue YouTuber. Der zweite neue YouTuber ist Ente. Ente von Alphastein. Der ist auch neu hier. Dann gibt's noch Awesome Elina. Und noch einer, aber der war heute noch nicht da. Der kommt quasi erst die Tage noch. Den verrate ich aber auch noch nicht. Wird noch eine Überraschung. So, Leute. Ja, ihr habt gehört, stimmt mal ab. Wo sollen wir bauen? Sollen wir das hier noch erweitern, dass ich das quasi weiter weg mache? Und wie gesagt, hier auf dieser Freifläche hier, vorne, wo ich gemacht habe, hier, möchte ich ja sowieso ein riesengroßes Haus hinbauen. Deswegen, Leute, lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da und stimmt in den Kommentaren ab. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.